1986 schrieb Nintendo mit Metroid Videospielgeschichte. Als Samus Aran nach Spielende erstmals ihr Antlitz enthüllte, staunten Spieler weltweit über die erste starke Heldin in einem Actionspiel. Dabei war die Idee von Nintendo nichts anderes als gut geklaut. Aus Hollywood, wo 7 Jahre zuvor Ridley Scotts Alien Filmgeschichte geschrieben hatte. Mit Sigourney Weaver hatte Scott eine der ersten starken Protagonistinnen in einem Actionfilm etabliert und damit auch die japanischen Spieleentwickler von Nintendo beeindruckt. Die ließen sich nicht nur bei der Heldin inspirieren, sondern bauten weitere deutliche Verweise auf den Film in ihr Spiel ein. So ist Samus' Erzfeind Ridley nach dem Filmregisseur benannt. Insgesamt war Metroid eine düstere Hommage, die sich deutlich von den sonst üblichen fröhlichen Universen von Mario, Zelda und Kirby unterschied. 1991 veröffentlichte Nintendo mit Metroid 2 einen spielerisch eingeschränkten und simpleren Serienteil für den Game Boy, der sich im Heimatland nur schwach verkaufte. In der Folge musste das Entwicklerteam lange für einen Nachfolger kämpfen. Schließlich erschuf es mit Metroid 3, besser bekannt als Super Metroid, aber doch den spielerischen Prototyp, der bis heute häufig kopiert wird. Als die Spieler 1994 zum dritten Mal die Rolle von Samus Aran übernahmen, versanken sie auf dem SNES in einer wahnsinnig stimmungsvollen Welt voller Mysterien. Die Handlung von Super Metroid beginnt direkt nach dem Ende von Teil 2, in dem Samus die Metroids bis auf eine letzte Larve vernichtet hat. Die Larve, die Samus als Mutterfigur ansieht, wird zu Spielbeginn von Ridley aus einem Wissenschaftslabor entführt. Samus folgt dem Mörder ihrer Familie auf den Planeten Zebes und beginnt ihre Jagd von neuem. Wie viele Super Nintendo-Nachfolger verband auch Super Metroid bereits bekannte Spielmechaniken und präsentierte sie in technisch moderner 16-Bit-Optik. Auf diese Weise konnten die Entwickler viele unterschiedliche Umgebungen erschaffen und vielfältigere Waffen und Gadgets entwerfen. Der Planet Zebes erschien gewaltig. Neben Zelda war Super Metroid eines der ersten wirklich abwechslungsreichen Open-World-Action-Spiele. Der Mix aus Action-Adventure und Plattformer bot durch Power-Ups wie dem Röntgenstrahl oder dem Grappling-Beam ein derart non-lineares Erlebnis, dass Spieler sich wortwörtlich in den Untiefen von Zebes verlieren konnten. Ideal gesetzte Speicherpunkte und eine automatische Kartenfunktion halfen aber dabei, jeder Situation trotzen zu können. Super Metroid stellte somit eine perfektionierte Symbiose der Stärken seiner Vorgänger dar. Und das beeindruckte die Konkurrenz, allen voran Konami. Konami hatte sich mit Castlevania 2 Simon's Quest nur einmal getraut, eine offene Welt mit permanenten Upgrades zu entwerfen und war durch extrem unlogische und wirre Aufgaben gescheitert. Erst nach Super Metroid startete Konami mit Symphony of the Night einen erneuten, diesmal erfolgreichen Versuch. So etablierte sich Mitte der 90er der heute für diese Art von Spielen geläufige Genrebegriff Metroidvania. Wie schon die ersten beiden Serienteile wurde auch Super Metroid vom internen Studio Research and Development One entwickelt und von Intelligent Systems programmiert. Hauptverantwortliche Produzenten waren Yoshi Sakamoto und Makoto Kano, während Gameboy-Erfinder Gunpei Yokoi das 15-köpfige Team managte. Die Entwicklung wurde aufgrund der schieren Größe und des Umfangs häufig unterbrochen und gilt insgesamt als holprig. Letztendlich erschien Super Metroid aber als erster Titel seiner Art auf einem 24-Bit-Modul. Der atmosphärische Soundtrack stammte von Kenji Yamamoto und bestand primär aus 16-Bit-Versionen alter Melodien. Die einzigartige Soundkulisse bekam das Spiel vor allem durch den sensationellen Einsatz von Hall-Effekten, variantenreichen Schrittgeräuschen beim Laufen und effektvollen Waffensounds.
Nach dem Meilenstein Super Metroid mussten Fans 7 lange Jahre auf einen Nachfolger warten. Der Titel war primär in Nordamerika und Europa ein Erfolg. In Japan blieben die Verkäufe, wie auch bei den Vorgängern, unter den Erwartungen. Daher veröffentlichte R&D1 erst 2001 mit Metroid Fusion für den Game Boy Advance den nächsten Serienteil. 2004 folgte mit Metroid Zero Mission ein kurzes, aber äußerst gelungenes Remake des ersten Metroid vom NES. Ein Metroid für das N64 erschien niemals. Für Nintendos nachfolgender Heimkonsole, den GameCube, wurde die Metroid-Lizenz 2002 an die Retro Studios übergeben. Das westliche Studio schaffte es, das bekannte Spielgefühl mit Metroid Prime auf revolutionäre Art und Weise in die Ego-Perspektive zu bringen. Die Metroid Prime-Trilogie endete auf der Wii. Danach wurde die Lizenz für ein Spin-off an Team Ninja übergeben. Der Other M genannte Titel setzte auf deutlich mehr Action, litt unter Kameraproblemen und Fans waren mit der Darstellung der Serienikone Samus unzufrieden. Super Metroid ist heute wie damals ein spielerischer Hochgenuss. Geschicklichkeitsrätsel wechseln sich gelungen mit spannenden Kämpfen und atmosphärischen Erkundungen ab. Die Bosskämpfe erfordern individuelle Strategien und die komplexe Steuerung geht nach ein paar Stunden flott von der Hand. Durch die moderate Länge von ca. 8 bis 12 Stunden Spielzeit bietet sich der Titel alle paar Jahre für einen erneuten Durchgang an. Das Spiel ist zudem in der Speedrunner-Szene äußerst beliebt. Selbst 2015 wurden noch neue Rekorde aufgestellt. Wir empfehlen für den ersten Durchgang aber keine Hetze. Super Metroid lädt zum akribischen Erkunden, Verweilen und Aufsaugen der düsteren Atmosphäre ein.